Hey Leute, heute gibt es mal ein Video von der etwas anderen Art. Und zwar machen wir unser erstes Saison-Preview mit einem Produkt, was es jetzt aktuell noch gar nicht gibt, wir uns aber schon exklusiv für euch zum Vorher angucken sichern konnten. Und zwar die Nero Jacke und Hose von der Firma Büse. Die nehmen wir heute mal ganz genau auseinander. Die hat nämlich einiges zu bieten. Seid gespannt. Fangen wir erstmal mit dem Material von der Jacke an. Was ich als erstes bemerkt habe beim Anziehen, obwohl ich sie jetzt recht körpernah trage und auch alle Schichten noch drinnen sind, sie fühlt sich total flexibel und bewegungsfrei an. Und das liegt daran, dass ich hier in dem Polyestergewebe einen hohen Stretchanteil habe. Der gibt mir die Bewegungsfreiheit, egal wohin ich mich drehen oder wenden möchte, fühlt sich total super an. Bei der Hose genau das Gleiche. Also wenn ihr jemand seid, der vielleicht ein paar Probleme hatte, das Bein über den Bock zu schwingen, es ist wirklich total easy in diesem Ding. Und für die Sicherheit ist das Ganze auch noch an den entsprechenden Punkten verstärkt. Nennt sich manchmal die sturzgefährdeten Stellen. Ist einfach der Ellbogen, die Schultern, bei der Hose die Knie. Da haben wir so ein genanntes Hitena Dobby Nylon Material. Das erkennt ihr auch an dieser kleinen Gittermusterung. Ist nochmal extra abriebfest und verstärkt. Für den Ernstfall kann man sich guten Gewissens mit aufs Motorrad setzen. Für den weiteren Schutz haben wir natürlich Protektoren. Wenn ich mir die Jacke so im Laden mitnehme oder bestelle, was auch immer, habe ich Protektoren voreingesetzt, auch am Ellbogen, an den Schultern. Am Rücken der Jacke ist natürlich ein Fach vorgerüstet. Das heißt, wenn ich da einen Rückenprotektor reinschieben möchte, überhaupt kein Problem oder man zieht sich einen Protektor drunter. An der Hose, beide Knie, ist ein Protektor drin und ich habe an den Hüften noch ein Fach. Da kann man sich auch noch ein verschiedenes Schutzlevel auswählen. Je nachdem, wie wichtig einem der Schutz an der Hüfte ist, kann man einen stärkeren Protektor reinpacken oder man nimmt einen von den neuartigen, sehr leichten und flexiblen Protektoren. Der ist beim Fahren wenig bis gar nicht zu merken und bietet auch einen guten Schutz. So, kommen wir zum Einsatzbereich und zur Funktionsweise der Jacke. Ich finde, dieses Ding ist eine super Ganzjahreskombination. Also wenn ihr vielleicht noch keine Motorradausrüstung habt oder ihr braucht vielleicht wieder was, was möglichst viele Bereiche abdeckt, seid ihr mit der Nero auf jeden Fall gut beraten. Das Ganze funktioniert so, dass unter dieser Außenjacke eine wind- und wasserdichte Membrane zum Vorschein kommt. Die schützt mich natürlich nicht nur für Nässe, sondern auch vor Kälte. Jetzt haben wir gerade ein gutes Beispiel, live draußen vor der Tür, ein super schöner November. Es wird aber morgens und abends sehr schnell jetzt natürlich sehr kalt. Dann brauche ich was, was den Wind blockt und was natürlich auch ein bisschen Körperwärme isoliert. Immer bitte dran denken, Kälteempfinden ist sehr subjektiv. Wenn ihr jetzt jemand seid, der super schnell friert, müsstet ihr wissen, ob ihr euch da noch mit einem Base Layer behelfen wollt. Also einfach ein Thermoshirt noch drunter ziehen und dann eben Jacke entsprechend aussuchen nach der Größe. Oder eben, wenn euch immer sehr kalt ist, kann es auch sein, dass ihr was Dickeres braucht. Aber wenn es im Sommer heiß wird, hier die Membrane nur eingehängt, rechts und links über Knöpfe, am Ärmelende einmal fixiert, habe ich super schnell ausgebaut und dann fährt sich die Jacke natürlich deutlich leichter und sogar noch mal eine Spur flexibler. Jetzt versetzen wir uns mal gedanklich in den Sommer. Es ist warm, ich habe meine Membrane schon ausgebaut, hätte es aber gerne immer noch ein bisschen kühler. Da kommen jetzt die ganzen Belüftungsreißverschlüsse an der Nero zum Einsatz. Und da habe ich insgesamt 8 Stück gezählt, ist wirklich an jedem Bereich strategisch geschickt positionierten Reißverschluss. Geht los auf der Brust, die relativ großen verlaufenden Reißverschlüsse hier und dort lassen schon mal sehr viel Wind rein. Zusätzlich kann ich an den Armen noch aufmachen, 2 Wegereißverschlüsse, das heißt egal in welche Richtung ich möchte, dann strömt mir der Wind richtig schön den Arm hoch und auf dem Rücken noch 2 große Reißverschlüsse, das heißt der ganze Hitzestau im hinteren Bereich der Jacke kann direkt raus und ich habe ein echt angenehmes Fahrgefühl. So, ich habe die Membrane jetzt hier einmal ausgebaut und zeige euch auch mal den Clou an der Nero-Jacke, weswegen ihr sie euch für meinen Geschmack auf jeden Fall für die neue Saison mal merken solltet. Genau wie die Außenjacke auch hat diese Membrane einen ziemlich hohen Stretchanteil und das bewirkt, dass ich die einfach ganz bequem über die Außenjacke ziehen kann. Und schon bin ich wasserdicht unterwegs. Wenn man mal von einem etwas stärkeren Regen vielleicht überrascht wird, dann kann man die einfach viel schneller anziehen, als wenn man eine Membrane in die Jacke reinfummeln muss. Plus ein weiterer riesiger Vorteil, auf das Außenmaterial der normalen Jacke kommt gar kein Wasser mehr durch. Regulär können sich diese Außenstoffe nämlich immer ein bisschen vollsaugen, dadurch werden die sehr kalt, sehr schwer. Das verhindert ihr komplett, indem ihr die Membrane einfach schnell drüber zieht und damit ist die Sache gegessen. Weiterer Vorteil an der Sache, wenn ihr noch eine zweite Motorradjacke habt, könnt ihr das natürlich auch dafür benutzen. Oder durch die ganzen vielen schönen Details an der Membrane sieht sie auch nicht so langweilig aus, sondern geht, finde ich, auch als Freizeitregenjacke durch. Kann man eben auch mal einfach so anziehen.
Für den Fall, dass ihr mal fahren möchtet und die Membrane nicht in der Jacke eingebaut sein soll, bietet euch die Jacke aber auch den passenden Stauraum. Nicht vergessen, eine Membrane kann man super klein zusammenfalten, also sogar noch kleiner als das hier könnte ich sie jetzt falten. Und dafür ist am unteren Ende des Rückens die große Tasche da, dass ich die immer bequem mitnehmen kann. Auch wenn ich am Motorrad vielleicht keinen Tankrucksack oder eine andere Möglichkeit zum Verstauen habe, ist die Membrane für den Ernstfall immer dabei. Stauraum ist das Stichwort. Die Jacke bietet euch außerdem auf der Vorderseite zwei große, auch wasserdichte Taschen, also auch für Dokumente geeignet, kombiniert mit, hier ist ein kleiner Reißverschluss sogar, Einschubtaschen, die dadurch diesen Reißverschluss auch sehr sicher und fest schließen. Kann man also auch einen Schlüssel reintun oder alles andere, was nicht verloren gehen darf, auf das man schnellen Zugriff haben möchte. Und ganz klassisch, die Einschubtasche in der Jacke auf der linken Seite bietet auch nochmal ordentlich Platz. Also ich würde da auf jeden Fall alles mitkriegen, was ich unterwegs benötige. Zusätzlich zu den ganzen Taschen an der Jacke habt ihr auch an den Hosen zwei Cargotaschen, wo kleinere Gegenstände bequem Platz finden. Und zusätzlich zum Stauraum findet ihr an der Jacke auch noch viele kleine schöne Details, die ich erwähnenswert finde und von denen ich auch teilweise großer Fan bin. Fangen wir erstmal noch an mit der Mauttasche. Das ist hier am linken Ärmel vorne eine kleine Einschubtasche, wo man eben Mautpass oder andere kleine Gegenstände unterbringen kann. Dann der Ärmelabschluss. Bin ich immer super glücklich, wenn jemand keinen dicken, sperrigen Reißverschluss mehr vorne einsetzt, sondern einfach nur noch ein kleines Stretchpanel. Kombiniert mit einem Klettverschluss kann man den Handschuh super bequem unter der Jacke tragen, ohne dass das dann da noch sehr bulkig wird. So, bei Jacken, wo ich die Membrane rausnehmen kann, ist natürlich auch immer Verstellung wichtig. Am Arm habe ich hier eine stufenlose Weitenverstellung. Finde ich auch immer sehr schön, weil man das sich wirklich auf jede Weite und Enge bequem zurechtzurren kann. Genauso wie an der Taille über diesen Gurt kann ich dann auch ein bisschen enger stellen, wenn die Membrane raus ist und ich das Gefühl habe, die Jacke wäre ein bisschen zu weit. Für den zusätzlichen Komfort oben am Kragen, der kleine Neopreneinsatz, den wir ja bei vielen Jacken schon kennen, ist auch immer gut, wenn der wieder auftaucht, weil dadurch kann man sich den Kragen auch bei widrigen Bedingungen, finde ich, schön eng machen, ohne dass er drückt. Das Schöne bei dieser Kombination ist, wir haben nicht nur den Trick mit der Membrane bei der Jacke, wir haben auch eine echte Besonderheit an der Hose. Und zwar zeige ich euch das mal. Ist das ein Modell, wo ich einen Latz an der Hose habe? Ganz vorweg, für Leute, denen es vielleicht nicht so gut gefällt, den kann ich ganz bequem über den Verbindungsreißverschluss abnehmen, wenn man es vielleicht optisch nicht so leiden mag. Ich kann euch aber sagen, das Ding hat jede Menge Vorteile. Nehmen wir mal das Szenario kurze Fahrt. Ich möchte nicht die Jacke mit der Hose verbinden, was natürlich über den Verbindungsreißverschluss möglich wäre. Dann hält dieser Latz die Hose sehr bequem oben und bei kälteren Tagen habe ich am Rücken eine hochgehende geschlossene Fläche. Das heißt, die Wärme wird viel besser isoliert und es fährt sich einfach total warm und angenehm in diesem Ding. Wichtig bei dieser Sache ist, es gibt die Nero-Kombination für Herren und Damen. Der Latz ist nur in der Herrenvariante enthalten und nicht bei den Damen dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob die Hose genauso wie die Jacke nach dem gleichen Prinzip arbeitet, kann ich euch sagen, ja und nein. Wir haben hier auch eine herausnehmbare Membrane, mit der ich die Hitze regulieren kann und dann über die Belüftungsreißverschlüsse noch zusätzlich ein bisschen Kühlung reinkriege. Ich kann aber nicht wie bei der Jacke die Hosenmembrane einfach über die Hose ziehen und als Überhose tragen. Das funktioniert leider nicht. Es ist aber so, das kann ich euch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn man jetzt mal keine Membrane drin trägt und kommt mit so einer normalen Hose in einen kleinen Regenschauer, das ist ja nicht sofort bis auf die Knochen durch. Wenn man nicht allzu weit weg ist von zu Hause und noch schnell nach Hause fährt, wird man vielleicht ein bisschen nass, ist aber nicht so dramatisch. Zum Start in die Saison 23 könnt ihr diese Kombination in zwei verschiedenen Farben bekommen. Männer wie Frauen gleichermaßen, die Hose ist immer in Schwarz, dann gibt es eine hellgraue Jacke und einmal komplett in Schwarz. Ich finde beide Farben echt super und auch die kleinen Details an den Jacken finde ich super. Ihr habt es bestimmt eben schon bei der hellen grauen Jacke bemerkt, diese kleinen silbernen konturierenden Elemente sind nicht nur rein optischer Schmuck, sondern gleichzeitig auch die Reflexelemente. Und das gefällt mir immer sehr gut, wenn sich Hersteller einfach mal Gedanken machen, wie kann man das beides kombinieren, dass es einfach mal ein bisschen schnittiger aussieht und auch einfach ansprechender wirkt. Das geht auch bei den Belüftungsreißverschlüssen weiter. Einfach mal so ein schöner Gedanke hier gewesen, die farblich abgesetzt zu hinterlegen. Das wertet das Ganze auf, macht es einfach peppiger. Und ich finde, in beiden Farben kommt es echt super zur Geltung. Ich würde mir die Kombination für die neue Saison echt mal merken. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig geworden. Und wenn ihr mehr der Typ fürs echte Anfassen seid, habe ich gute Nachrichten. Wir haben die Jacke und Hose jetzt bei LWM Bikers Outfit in Bielefeld.
dauerhaft vorrätig. Ihr könnt sie schon mal angucken, ihr könnt sie mal anziehen, wenn ihr Größe 52 habt und euch die ganzen kleinen Details und Feinheiten einfach mal in echt anschauen. Wenn das nicht geht, weil ihr vielleicht von weiter weg kommt, entweder bucht ihr euch einen Urlaub oder ihr guckt einfach mal in unseren Online-Shop unter www.lbm-shop.de. Haben wir das Ding schon hochgeladen mit ausführlichem Text, mit den ganzen Fotos nochmal, könnt ihr euch in aller Ruhe betrachten, wenn das alles vielleicht ein bisschen schnell ging. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir euch mal so ein Review präsentieren. Das ist für uns auch mal was ganz Neues. Wir fanden es eine gute Idee und ich denke mal, das ist auch eine Kombination, für die sich es auf jeden Fall gelohnt hat. Von meiner Seite war es das schon wieder. Bis zum nächsten Mal.